Hallo und herzlich willkommen in Silverstone mit Bubi, Maverick und Rattleschnack. It's a snake, it's a snake. Wir fahren 2011er Autos. Ihr merkt schon, wir haben heute einfach Bock auf alles. Mal 2008, mal 2009, mal 2011. Aber wir haben irgendwie die 10 vergessen, aber da haben wir keinen Bock drauf. Details, Details. Na. Egal, seid ihr ready fürs Rennen? Na sicher. Warte. Was willst du denn noch ändern? Kann ich nichts mehr ändern. Soll ich Sperrband bremst du? Kannst du eh nichts ändern? Warte. Vor allem warte. Will er sich vernichten? Achso, nee. Achso, ja, im Start. Gibt's keine Traction Control, keine Startkontrolle? Ich hab keine Ahnung. Nee, einfach gleich mal auf das Knöpfchen drücken. Nee, müsste keine, ja. Dürfte keine da sein. Na, okay. Nee, hat keine. Ja. Okay, dann. Go uns rennen. Ah. Ja, mal schauen, ob die Super Softies das durchstehen, 10 Runden lang. Wie hast du dich bitte schön noch auf die 4 gekämpft? Alles möglich. Geschummelt. Der Toyota. Der Bubi. Denk da nicht am Start wegdrehen, bitte nicht. Ein Neustart, sonst. Maverick, du sollst dich hinstellen. Ja. It's a snake. So, schön alle brav sein. Auf das wenn ich neu starten müssen. Hier sollte das eigentlich ohne gehen. Sah doch alles sehr zivilisiert aus. Erfreulicherweise, ne? Schumacher! Bubi, wo fährst du denn lang? Ich hab da eine etwas eigene Rennlinie. Ja. Mal gucken, wie das jetzt überhaupt funktioniert mit meinen Softreifen gegen eure Supersofts. Gar nicht. Entschuldigt dieses kurze Zurückblicken, aber ich muss den Rattle im Auge behalten. Ich bin lieb, ich mache nichts. Das sagt er immer und dann bringt er sich irgendwo vorbei. Oh Gott, sorry guys. Crashelten. Der Crashelten. Egal, hat er euch ausgehebelt. Wirklich, aber wirklich jetzt. Echt, ist kaputt? Nein, nein. Nein, nein. Noch ist er später. Auf der 4. Ja, mein Start war eh versammelt, da habe ich 3 Positionen verloren. Habe ich einen typischen Jazz gemacht. Alter, die ist aber ziemlich eigen. Hast du ein Problem damit? Vielleicht. Hallo Charlie. Hallo Kobayashi. Hallo Kobayashi. Wir sehen alle grüßen. Ja, beim Überrunden sind wir mal freundlich. Oh, hallo what? Nicht Kubica, Kobayashi. Naja. Safety Car. Call Charlie. Ist er ihm draufgefahren? Nee. Der ist nicht. Aber mir würde es nur helfen. Was denn? Safety Car. Nö. Egal, immerhin haben wir uns glaube ich schon verbessert vom Fahren her. Wir haben alle die erste Runde überlebt. Ich hebe mich schon wieder fast aus.
Ja, der Bubi gewinnt hier. Irgendwie besseres Setup gemacht als. Wir haben noch 8 Runden. Ah, ich kann ja dranbleiben, aber. Nichts entschieden hier. Kann noch viel passieren. Immer diese Vorschusslorbeeren. Ich könnte auch schon aufgeben. Hast du doch schon im Kopf. Oh, scheiße. Ach, ne, hab ich es schon. Ah, vielleicht macht noch Maverick irgendwas Witziges. Die sind zu schnell davon. Ja, solange bis unsere Reifen einbrechen, dann seid ihr schneller. Dürft nicht vergessen, dass wir mit den Baby-Softies fahren. Meine sind schon ein bisschen durch die Kurve. Meine sind schon runter auf 90%, ne? Wie sehen eure Reifen aus? 90. 80. Oh Gott. Ich sag doch, ich kann das. Mit den Reifen. Ich bin auch Pushelten. Ja. Oh Gott, wie mein Auto fährt. Da lag, glaube ich, Michael Schumachers Frontflügel im Gras. Sorry guys, lost my front wing again. Nicht Bett im Kornfeld, sondern Frontflügel im Kornfeld. Ja, zu früh aufs Gas gegangen. Ja, ich merke es halt wirklich schon so langsam, wie es rutscht. Ich habe das Gefühl, ich war auf Schienen. Jetzt kommst du auch wieder ran, so ein bisschen. Was ist denn mit Sutil passiert? Keine Ahnung, kann die Strecke nicht. Hier. Hätte beinahe wieder ein gutes Ergebnis eingefahren, ist dann gecrashed. Der ist doch von 20 gestartet. Was ist denn da ein gutes Ergebnis? Muss in subtilen Maßstäben rechnen. Achso, ich verstehe. Also 19. Ja, maximal. Ganz am knapp vor Tag, wenn die. Benutzt ihr Cares? Nein. Nö. Nix. Weder Kers noch DRS habe ich. Jetzt so langsam solltest du an dem mal vorbeifahren. Das müsst ihr erst mal schaffen. Der ignoriert einfach mal. Das ist ein Bot. Naja, wir kennen Bots. Hat er Angst, ne? Bisschen hat er Angst. Mit Hängen und Ösen fährt er vorbei. Selber hängst doch noch dahinter. Aber jetzt überhole ich ihn. Oder auch nicht. Einfach dieser krasse Reifen auf sich bei euch. Oh, Maldonado. Boah, der rasiert mich fast. Ich hoffe, euch gehen die Reifen ein. Nö. Ich komme in der zweiten Runde. Die Runde ist sau lang hier, kann's sein. Was? Nein. Jetzt habe ich ein bisschen blöd hier die Kurven gefahren. Es fährt auch wieder ein bisschen weg. Nein. Geil. Yellow Flag. Bitte SC jetzt noch dazu schreiben. Ist kein Yellow Flag hier bei mir, also nein. Bei mir ist auch nicht Yellow Flag. Bei mir war Yellow Flag. Weil du wahrscheinlich im Sektor warst. Wie krass schnell wir hier die Fahrzeuge überrunden, ne? Ja, wundert mich ein bisschen. Echt brutal. Oh, da die fliegt halt. Dran. Und? Wie sehen deine Reifen aus? Unschön. Ich finde das so geil, ne? Sag mal eine Prozentanzahl. Kann ich gerade nicht lesen. Zwischen 75 und 66. Oh, Allah. Seine armen Reifen. Olli, wir sind gerade mal der. Was ist das für eine Runde jetzt? Die fünfte. Die Hälfte. Ach, dann ist mein Widget da oben verkackt irgendwie. Meins ist noch in der ersten Runde. Oh Gott, da lag was auf der Strecke. What the fuck? Nein!
Gott, mir schaut's. Du Scheiße. Hat er dich erwischt oder was? Ich hab das nur so halb gesehen. Er sagt nichts mehr, also ist er rausgeflogen. Irgendwas, mein Auto ist kaputt. Rosberg liegt in Einzelteilen. Ja, den habe ich fliegen gesehen. Ich glaube, er hat den Herrn Schröer zerlegt, sonst würde er nicht so zurückfahren. Oh Gott, ich bin irgendwo raufgefahren, Mann. Vor allem Schaden nicht vorhanden, lüg mich nicht an. Reifenschaden, hinten links. Bei wem? Du hast Reifenschaden. Woher weißt du das? Weil es hinten links schleift, bei dir. Gott. Und wenn kein Schaden vorhanden ist, dann kann es nur der Reifen sein. Ich bin über irgendwas rübergefahren, mein ja. Vorder... Ja, es ist auf jeden Fall auf der linken Seite, ob es jetzt hinten oder vorne ist. Auf jeden Fall ist es irgendwo kaputt bei dir, der Reifen. Es müsste vorne eigentlich sein. Schade. Vorne links ist auf 150 Grad. Vorne links ist kaputt. Ah, bei mir ist gerade auch irgendwas geplatzt. Reifen durch. Muss an die Box. Tatsache. Oh Mann, ey, das Auto war gut. Der Speed hat gepasst, die Reifen haben gepasst. Oh mein Gott. Unfälle. Hab ich heute einen Pech, ey. Nee, ich bin wirklich über irgendwas rübergefahren. Da lag was auf der Strecke und bam. Aber das ist nicht bei cool, Bubi scheint es hinten rechts zu sein. Oder? Sieht man den, ja, sieht so man wie ganz ich liege, ist es zu vermuten. Sieht man ganz schnell an den Temperaturen, wo was kaputt ist. Ja, dann vorne. Ja, vorne links war. Oder so. Oder vorne rechts. Ne, bei ihm hat es rechts gerade gequalmt. Ja, damit führt dann gleich Maverick. That was a 138.6. Abwarten, er hatte eben 15 Sekunden Rückstand. Na, das reicht auf jeden Fall für ihn. Du kommst jetzt erstmal an die Box. Maldonado kaputt in der Ecke. Und Maverick hat jetzt die Führung übernommen. Ah, ist der Teamkollege, das ist okay. 4,6 Sekunden. Not bad for a number 2 driver. Oh Gott, Rosberg und Kovalainen. Da müsste eigentlich ein Safety Car kommen. Guck mal, wie die da stehen. Kommt aber nicht mehr. Nee. Der verbliebene McLaren auf 4. In der Schikane da? Ja, Schikane. Heavy Schikane stehen sie. Musst du vorsichtig sein gleich. Warte, ich kann dir sagen, wo die stehen. Der Kovalainen steht in der Außen. Ja, gut. Keine Ahnung, warum die nicht ausgefallen sind. Wo ist denn Bubi? 2? Bubi ist auf 2. 9,3 hinten. 6,5, wenn ich dich mal verbessern darf. Ja, Abstand hier stimmt. Ich muss bis zum nächsten Messpunkt warten. Die stehen aber echt brutal. Gut, sie stehen immerhin nicht auf der Main-Linie. Man kann also ohne Bremsen dadurch. Ja, Tatsache 6,3. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du den Vorsprung eindampfen kannst. Ja, aber ich werde ihn nicht in 3 Runden kriegen. Ist aber auch in Ordnung, wie gesagt. Das ist der Teamkollege. Doppelsieg. Wenn das klappt, das ist super. Stimmt's, Maverick? Ich hab schon wieder was geküsst. Wieder eine Sekunde. Das fühlt sich doch wieder so getürkt dann auf der... Ey. Du, bei dir ist schon wieder was kaputt. Rechts diesmal. Diesmal ist es rechts. Ich hab rechts auch gerade was abge... Ja, da lag wieder ein Federungsteil auf der Strecke, ne? Ja, da liegt ganz viel. Die Autos sind da auch nicht weg, sind jetzt erst auch weggeräumt. Ich habe auch ein kaputtes Auto ein bisschen. Aber ich komme brutal schnell ran. Das sind schon nur noch 3,8 Sekunden jetzt. Ja, ich sag ja. 4,2 bei mir. Ne, ich hab halt die Live-Zeit, ne? Naja, ich krieg immer nur die Sektorenzeiten rein. Wird nochmal spannend. Das finde ich aber cool, dass das Auto kaputt geht, auch wenn ich jetzt gerade vollkommen mein Lenz zerstört ist, aber... Die McLaren einfach in Pech. Und da hängt er auch hinterm Verkehr. Da liegen auch noch Frontflügel und Reifen. Ja, hab's gesehen. Also, dass da Dinge kaputt gehen, ist kein Wunder. Abstand 2,2. Oh, das wird ganz, ganz eng. Aber du hast jetzt die frischeren Reifen und bist ziemlich schnell rangefahren.
Ja, du, wenn du frische Reifen hast, dann ist klar. Ja. Ja, ich war ja gerade, einer ist ja geplatzt, das blieb mir übrig. Als mich an die Box zu schleppen und die zu wechseln. Es macht aber richtig Spaß, durch diese Maggots oder wie auch immer die heißen, Brackets oder was auch immer. Maggots und Brackets, ja. Und Chapel am Ende. 1,6 nur noch. Na, sein Glück wird sein, dass Schumi und Glock dazwischen hängen. Mhm. Ja, der Abstand wird jetzt wieder größer. Oh, aber jetzt kriegst du es ja auf den Geraden recht einfach. Ich glaube, ich wäre jetzt auch noch Zweiter gewesen oder Dritter mindestens. Wäre mir nicht der Reifen zweimal geplatzt. Also ich denke jetzt einfach mal, dadurch, dass ich noch bessere Reifen... Oh, Barrichello hat keinen Frontflügel, ne? Pass auf. Dadurch, dass ich die besseren Reifen hatte, hätte ich den Bugi bestimmt noch ein bisschen unter Druck setzen können. Aber, naja, sollte nicht sein. Ausfälle gehören auch zum Rennen dazu. Ja. Ist natürlich ärgerlich, ne, wenn man in so guter Position ist. Kann mir jetzt ausfällt. Mal jemand vielleicht sagen, welche Runde wir sind, weil... Letzte. Oh, na toll. Da denke ich jetzt mal, wird... Oh, doch, na, komm. Und... Ey! Sorry, ich hab dich nicht gesehen. Oh, shit. Habt ihr jetzt ein Istanbul Maverick gemacht? Maverick ist im Gras. Komm, Istanbul fahr die letzten Meter noch, Junge. Ich hab dich da nicht nochmal berührt, das warst du alleine, ne? Ja. Glückwunsch. Glückwunsch. Gott, der Wagen verzieht so böse. Ich fahr jetzt mal geradeaus, ja, nur für euch. So, jetzt hatten wir noch auf den verbliebenen McLaren, der jetzt gerade mal am... Oh Gott, der ist jetzt erstmal da. Sorry, Maverick, sorry, ich hätte vielleicht nicht mehr angreifen sollen, das wollte ich echt nicht. Nee, wenn die Chance da ist, würde ich auch. In der letzten Kurve, auf dem letzten Millimeter. Aber wie gesagt, ich habe dich nicht gesehen, weil ich fahre hier diese T-Cam. Und konnte leider auf der kurzen Strecke nicht nach hinten gucken. Ja, ist ja nicht schlimm. Wir sind ja beide noch, glaube ich, durch, wenn ich das sehe, oder? Ja, na klar. Ja, mit riesen Abstand. Aber was hat das so für Flügel, Mann? 18-20. War nicht schlecht. Nee, das Setup gleich gerne noch schicken. 25, 21. Verzweiflungsfaktor, Kerst durchgedrückt, ne? Hey. Okay, Louis. P7, P7. But I want to win! But I want to win! This is ridiculous! Nice wall kissing, Louis. Leave the baby. Vor allem wie Massa hier im Ding vorbeifährt. This is ridiculous. Ja. Mindestens hat Alonso Massa geschlagen. Also, realistischer Mod. Der geht ja immer noch. Obwohl Virgin auf 10, sehr unrealistisch. Lotus auf 3. Jo. Torosso auf 4. War halt ein verrücktes Rennen. Bubi auf 1, was? Yay! Toi. Yay! Ja. Mann! Doppelsieg für Red Bull! Und der fährt einfach so, freut sich so krass, dass er an die Wand fährt. Wer? Der Bubi. Mhm. Ich wollte gucken, ob man da durchfahren kann. Musst du das Auto leichter machen. Ja, genau. Zu schwer vor allen Dingen. Konnte Maverick auch in Park von mir. Wie er es da vorne parkt. Ganz cool. Ich habe halt auch überlegt, wo ich es parken soll. Er hat es einfach da geparkt, wo man es parkt, wenn man abstellt, wenn man gewonnen hat. Zweiter. Okay. Oder wenn man fast gewonnen hat. Zweiter. Ich habe mich rechts hingestellt. Mhm. Okay. Okay. Mit diesen Bobbler-Bildern verabschieden wir uns. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn das Rennen ein bisschen abgefuckt aus meiner Perspektive war. Aus Bubis Perspektive wird es bestimmt wieder witziger und Alamo. Jo, bis dann. Ciao. Zurück ins Funkhaus. Bring zurück.